Manipulation der Menschen auch enorm zunimmt. Also die Irreführung über das Geschehen in Deutschland ist nicht weniger geworden, sondern hat zugenommen. Und nicht nur in Deutschland, sondern insgesamt auf der Welt. Nein, wir erleben ja bei den großen Themen unserer Zeit, also bei den großen Fragen, den großen Themen, die mit politischen Entscheidungen verbunden sind. Darum geht es ja, die mit Gestaltung oder Nichtgestaltung zu tun haben. Da erleben wir, dass der Einfluss der Meinungsmache, der Manipulation durch jene, die eine bestimmte Richtung von Entscheidungen erreichen wollen, die ihren Interessen dient, dass dieser Einfluss noch nicht gebrochen ist. Das ist ein Thema, bei dem wir oft Schwierigkeiten in Diskussionen haben, dass gerade so Leute aus etablierten Medien sagen, ja wieso, es gibt doch gute Artikel, es gibt doch gute Fernsehstücke, und das stimmt auch, und wir weisen ja in den Nachrichtenseiten ganz oft auf solche guten Stücke hin, aber das Entscheidende ist, und das erkennen auch viele andere im Netz nicht, auch solche, die sich kritisch nennen, erkennen das nicht, dass bei den Themen, die wichtig sind, oder bei den Diskussionen, die wichtig sind für ganz zentrale politische Entscheidungen unseres Lebens, dass da eben die manipulativen Stücke vorherrschend sind. Ich nehme mal das Beispiel, also dass Putin ein schlimmer Vogel ist, ist in Deutschland mehrheitlich gelernt, auch wenn es Gegenstimmen gibt, auch wenn es Leute gibt, die belegen, dass das so nicht stimmt und dass das gefährlich ist, wenn wir diesen Eindruck erwecken. Die eigentlich entscheidende Linie ist so, und es geht weit in meinen Freundeskreis hinein, dass Leute sagen, ja gut, ist ja prima, was ihr so macht zu Russland und Putin, aber der Putin. Das sagen Leute, die vor 20 Jahren ich noch als intellektuell ganz scharfe Zeitgenossen gekannt habe. Und die beugen sich jetzt diesem Mainstream. Oder, aber ihr habt ja recht mit der Rente und so weiter, aber du kannst doch nicht davon absehen, dass der demografische Wandel etwas ist, was von Bedeutung ist. Oder die Globalisierung ist was Neues. Oder die Digitalisierung ist jetzt was Neues. Es werden ja ständig neue Dinge erfunden. Und wenn ich jetzt mal daran erinnere, dass ich mal ein Buch geschrieben habe, das hieß Die Reformlüge, leider nicht bei euch erschienen, da kannte ich euch noch gar nicht. Da heißt der erste Denkfehler, den ich dort abhandle, alles ist neu. Die Agenda 2010 ist eingeführt worden mit der Behauptung, die Globalisierung sei neu und dann müssen wir uns anpassen. Jetzt wird wieder behauptet, die Globalisierung sei neu. Komischerweise nach 20, 15 Jahren wird wieder das gleiche behauptet. Und jetzt kommt da noch hinzu, die Digitalisierung ist neu. Und dass diese Grundlinien der Agitation, die sind so erfolgreich. Die werden auch mit so vielen Mitteln beworben, mit so vielen Mitteln unter die Leute gebracht, dass wir mit unserem Medium und auch andere, soweit sie überhaupt dessen bewusst sind, wie wichtig es wäre, solche Manipulationen aufzudecken, dass wir dagegen nicht ankommen. Ja, das stimmt schon. Das hat viel damit zu tun, dass es eigentlich in der allgemeinen Öffentlichkeit und in der Parteienlandschaft keine inhaltlichen Debatten mehr gibt. Kaum mehr. Also das kann ich ein bisschen beurteilen, weil ich ja mal zuständig war für einen Unterbezirk der SPD, das nennt man hier in Hessen, glaube ich, Kreisverband oder auch Unterbezirk. Also das sind die Südpfalz, wo ich herkomme, ist ein gesamter Unterbezirk, da gab es damals 80 Ortsvereine oder 85 und in diesem Unterbezirk und in den Ortsvereinen wurde diskutiert. Da wurde auch im Ortsverein Offenbach an der Queich wurde nicht nur diskutiert über die Gemeindestraßen und was man dort, welches neue Baugebiet man ausweist, sondern es wurde auch über Bundespolitik diskutiert und über Bildungspolitik, also Landespolitik sowieso. Und das ist enorm zurückgefahren. Die Parteien leisten diese Arbeit nicht mehr. Sie werden im Grunde der Forderung des Grundgesetzes auch nicht mehr gerecht in dieser Frage. Und das breitet sich dann aus, wenn niemand mehr dort als Juso inhaltlich politisch debattiert, sondern es dort nur um ein Gerangel, um die Posten geht. Wenn solche Leute wie der Johannes Kahrs in Hamburg, der mit Inhalten überhaupt nichts zu tun hat, außer dass er die Rüstung erhöhen will, wenn solche Leute mit ihrem Gerangel und mit ihren Postenschachereien die Parteienlandschaft bestimmen, dann geht
das inhaltliche Interesse zurück, dann wird da auch niemand mehr hineingezogen. Bei uns war das halt leider so, dass, bei uns nicht leider, bei uns war das so, dass wir als junge Leute, als Studenten und schon als Schüler hineingezogen wurden in diese Arbeit der jüngeren politischen Organisationen und dort diskutiert haben. Und da musste man auch dann sich wirklich bilden, da musste man ja recherchieren und so weiter. Nun will ich nicht alles gut reden, was früher war, um Gottes Willen, aber an diesem Punkt, nämlich des politischen Interesses und der politischen Beteiligung, haben wir eindeutig eine Art von Niedergang. Ich wage mal eine Prognose, es kommt eine große Koalition zustande. Da habe ich eine andere Meinung als auch alle im Netz und sagen, das ist ja Quatsch, die große Koalition. Und da kann ich nur erinnern, das war auch ein Musterbeispiel an Manipulation, der Jochen Schulz, nicht Jochen Schulz, sage ich schon, das war ein toller Mann, ein Pressesprecher der SPD, Martin Schulz hat diesen, zusammen mit der SPD-Führung, den Wahlkampf der SPD total vergeigt. Und jetzt war ja das wichtig, dass er seine Seele rettet. Und dann haben die toll erfunden, dass die Große Koalition schuld sei. Und 95% der Deutschen haben das geglaubt. 99% der SPD-Öffentlichkeit hat das geglaubt, dass die Große Koalition schuld ist. Wieso eigentlich die Große Koalition? Da muss ich doch sagen, wenn die SPD so tolle Arbeit dort geleistet hat, was behauptet wird, dann sind doch sie schuld, wenn sie das nicht in die Öffentlichkeit gehoben haben. Oder Sie können sagen, die Medien sind schuld, die haben die Frau Merkel gut behandelt und das nicht. Das wäre dann immerhin schon eine etwas gute, kritische Analyse. Aber zu sagen, die GroKo ist schuld, das ist so albern, so blöd. Und in dieser Entschuldigung, die dem Martin Schulz ja sehr geholfen hat, sonst hätte er sofort in die Wüste geschickt werden müssen, das hat ihm sehr geholfen, aber in dieser Interpretation der Ursache des Wahlverlustes sind die gefangen inzwischen. Das glauben sogar die Jusos, dass die GroKo schuld sei. Also die politische Gruppierung in der SPD, bei der man früher annehmen konnte, dass sie noch zu denken vermögen, die glauben, dass jetzt die GroKo sei schuld. Deshalb wird es ein bisschen schwierig, aber nach einiger Zeit denke ich schon, dass halt eine große Koalition zustande kommt. Und die entscheidende Frage ist das, was dort eingebracht wird. Und da sehe ich eben nichts. Da müsste erst mal 20 Jahre jünger sein. Und welche drei Dinge würde ich angehen? Ich würde die Privatisierung stoppen und wichtige öffentliche Leistungen der Daseinsvorsorge wieder in öffentliche Verantwortung übernehmen. Ich würde die Konjunktur anschieben in Europa, in Deutschland und in Europa, damit die vielen jungen Menschen in Spanien, in Italien, in Griechenland, aber auch bei uns, eine wirklich gute Chance auf dem Arbeitsmarkt haben. Durch Deficit Spending. Das wäre kein Deficit Spending. Wenn man damit anfängt richtig und es brummt, dann fallen viele dieser Zahlungen weg, die wir heute leisten müssen, um nicht das ganze Elend in Griechenland überhaupt aufkommen zu lassen. Also da bin ich fest überzeugt davon, dass diese Art von Deficit Spending sich selber bezahlen würde. Das kann man an vielen Beispielen auch nachweisen, dass es so gewesen ist und dass das möglich ist. Und das Dritte wäre, dass ich die Altersvorsorge regeln würde, damit die Menschen, die heute mit Recht Angst haben davor, dass sie in Altersarmut fallen, dass diese wieder ruhig schlafen können. Und das heißt totale Konzentration auf die gesetzliche Rente und nicht auf 48%, wie hier die SPD sagt, und die anderen sagen ja noch weniger, sondern wieder auf 53% und ein bisschen mehr. So wie in Österreich muss das möglich sein, dass man den Menschen, die das ganze Leben gearbeitet haben oder die arbeiten, dass man denen die Chance gibt, im Alter einigermaßen gesichert zu leben und nicht noch über 65 und 70 hinaus arbeiten zu müssen, sich verdingen zu müssen. Das ist wirklich eine ganz große Aufgabe.